Drittes Freitagsspiel in Folge für Union, zu Gast der Vorletzte aus Ingolstadt, vor der Saison durchaus Top-3-Kandidat. Schon die letzten Sequenzen dieser ersten Hälfte und dann Ottavio gegen Kroos. Und Dr. Robert Kampka zeigt auf den Punkt. Andersson verwandelt wie im Endspiel, allerdings deutlich sicherer, exakt wieder in der 43. per Foul-Elfmeter. Das 10. Saisontor für den Schweden und er trifft im 4. Duell zum 4. Mal gegen den FCI. Danach allerdings wenig Fußball und es wurde farbenfroh. Jens Keller ahnte Böses, Guria sah gelb, Cohen hatte schon gelb, das war Kampka aber egal, er zeigt ihm nämlich glatt rot. Dann 75. Krause gegen Kroos, auch der hatte in der 48. schon gelb gesehen und da gibt es keine zwei Meinungen, das ist gelb-rot. Kroos musste direkt raus. Was macht man? Natürlich aufs Zweite gehen. Abdoulaye und da ist Goria. Ottavio kann nicht mehr retten. Die Entscheidung in der 79. Minute. Kein Abseits. Klasse Schuss von Abdoulaye. Da wäre Schauner nicht rangekommen. 6. Saisontor für Goria und dem hatte Ingolstadt nichts mehr entgegenzusetzen. Aufgrund des besseren Torverhältnisses geht es vorbei am HSV auf Rang 2 für Union in einer Woche. Heidenheim auswärts, die nächste Aufgabe. Wenn uns das jemand vor dem Spiel angeboten hätte, hätten wir, glaube ich, nicht Nein gesagt. Der erste Schmerz war da, aber mit einem Sieg lässt sich jeder Schmerz leichter ertragen. In Kiel war es ein souveräner Auftritt, ein cooler Auftritt und heute war das ja so nervös. Dann fragst du dich schon, ist der Druck gerade bei Heimspielen einfach zu groß?